Ich wusste. Das war Leon ganz privat. Machen wir jetzt erstmal hier mal ein Frühstück. Am Ofen. Ja, es ist halt noch nichts da. Überfordert. Das ist der geilste Scheiß. Man kombiniere einfach Designerway Cinnamon Cereal und Rice Pudding und es schmeckt so geisteskrank geil. Das sind halt geile Werte. High Protein. Kann man kurz vermischen. Wenn man noch ganz witzig ist, dann macht man noch einen Riegel rein. Aber wir wollen ein bisschen mit den Kalorien sparen, ne? Wie jetzt doch wieder? Also bei mir ist es halt immer so ein Auf und Ab, wenn ich merke, boah, Alter, bist du schon wieder fett geworden. Dann mache ich immer so eine Crash-Diät so für ein paar Tage. Und dann denke ich mir wieder, ja, geht halt, dann haust mal wieder rein. Bist du zufällig auch vielleicht ein Brigitte-Abonnent und machst immer so Crash? Nee. Ah, scheiße. Gestern haben die alles sauber gemacht hier. Entschuldigung. Entschuldigst du dich gerade bei deiner Freundin? Auch und bei meiner Schwiegermutter. Mann, ich krieg voll Ärger. Ja, und nicht vom Ofen. Guten. Das ist das optimale Frühstück für Hardgainer, weil du hast halt nicht so eine große Masse an Essen, aber hast halt sehr viele Kalorien, also... Das ist perfekt für mich, weil ich bin eigentlich auch kein guter Esser. Also du willst mir jetzt erzählen, dass du eigentlich Hardgainer bist? Ja. Also wenn ihr es mal probieren wollt, dann auf esn.com. Alle Produkte gerne mit dem Code Leon, so spart ihr nämlich am besten. Gebt mir gerne euer Feedback, weil das Feedback ist eigentlich immer 100%ig positiv. So, kommen wir hier mal ein bisschen rum hier. Ja, wir ziehen jetzt gerade hier ein. Also morgen kommen die Möbel. Wir fangen mal hier an. Hier wird dann das Ankleidezimmer sein. Das Wichtigste ist ja schon mal da. Also für eine gute Unterhaltung ist schon mal gesorgt. Hier kommt halt ein Schreibtisch hin und für Jacken und so weiter. Ja. So, das ist hier das Schlafzimmer. Die Wand habe ich übrigens ausgesucht. Es ist mir jetzt nicht so wichtig, wie das alles aussieht, aber bei der Wand dachte ich so, Alter, die muss es halt sein. Und warum? Was triggert dich da so? Das sieht doch geil aus, oder nicht? Sieht halt so, es gibt halt so einen gemütlichen Flair, hat noch so ein bisschen was Helles an sich. Ja. Komm, ich geh weiter. Die Küche kommt auch morgen. Hast du hier auch schon Licht? Ja. Und last but not least ist dann halt das Wohnzimmer. Da kommt die Wohnlandschaft hin, Fernseher kommt dahin. Ja, dann der Esstisch kommt wahrscheinlich hier hin, aber da müssen wir noch überlegen. Macht dir das Spaß, so Inneneinrichtungen einräumen, aussuchen, schleppen? Nö. Gar nicht, Mann. Ja, gehen wir jetzt ins Training. Ja, wir machen halt eine 200-Kilo-Challenge, also so oft wie möglich 200 Kilo auf der Bank. Ich weiß schon ungefähr, was geht, aber ich weiß nicht ganz genau. Werden wir später sehen. So als Cardio-Training quasi, auf Volumen. Ja, komm, let's go. Ich bin jetzt wieder auf 127 Kilo hoch. Für mich gerade so ein relativ gutes Wohlfühlgewicht, sag ich mal. Yeah. Richtig motiviert, Alter. Leon. Boah, es ist leicht, Alter. Ich glaube, da geht heute richtig was. Also es fühlt sich sehr gut an. Ich glaube nur, dass Larry irgendwann mal 20 Wiederholungen oder so gemacht hat. Ich könnte ja jetzt meine Bestleistung bei 200 Kilo mal schätzen. Aber nicht 20. Nee, nicht 20. Aber am Ende verraten wir es, ne? Ah ja, die sind leicht heute. Cardio-Training? Naja, hier mit 200. Ey, wenn man überlegt, ich habe eigentlich vor dieser Diät nie mehr als 5, 6 Wiederholungen gemacht. Also Kraftausdauer bin ich richtig scheiße, weil ich das eben nicht gewohnt bin. Guck mal, dann fragen mich die Leute so, ja, Digga, wie viel machst du mit 100 Kilo? Ich so, keine Ahnung, also ich mache das schon immer noch meine über 40 Dinger, aber das ist halt in Relation... Ja, hat sich noch gut angefühlt. 200 Kilo. Jetzt geht's ans Eingemachte. Nee, ich hab's ja letztens schon in der Insta-Story gesehen. Da hast ich spoilere ja doch nicht so. Also ich sag, du machst 5. Okay. Ab wann beginnt eigentlich so der Cardio-Bereich? Ab über 12, denke ich, ne? Kommen wir da hin? Nein. Spoiler doch nicht. Du sprichst es halt immer an, als ob das für mich nichts ist, aber das ist halt für mich auch schon schwer. Wirklich? Ja. Du weißt ja, was mich motiviert. Also nichts machen und ruhig sein. Nee, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich will jetzt 7 machen, dann sagst du, schaffst du eh nicht. Aber du musst es auch meinen. Bis zur 5. ist easy, die 6. ist schwer, die 7. ist hart und dann hörst du auf. Ich glaube, das hast du nicht so verstanden mit dem Motivieren, Alter. Du analysierst es jetzt so. Ich glaube, die 6. wird schwer, ich glaube, die 7. könnte noch. Ich brauche noch einen Spotlight. Servus, Patrick. Hi. Leon macht hier jetzt 20, 40, 60, 80, 160, 180, 200 Kilo. Ja, und wie viel Wiederholung? Schätzen. 3. Das ist Motivation.
Komm. Oh. Fuck, die 9. ging nicht, Alter. Aber knapp. Danke dir, Mom. Gerne, gerne. 2 Wiederholungen weniger als mein Rekord. Ja. 11er Rekord. Bist du jetzt happy? Ja, jetzt bin ich mega happy. Aber weißt Können wir jetzt nach Hause gehen, oder? Nee, Mann, weißt du, was wir jetzt machen? Ja. Wir machen jetzt noch mehr Gewicht drauf. So 30. So, Patrick, wie viel macht er jetzt? Wiederholung? Ja. 5. Machst du es bei 203 Wochen, bei 230 denn 5? Bin verwirrt. Die dritte war ein bisschen mit Hilfe leider. Danke dir. Wir gehen jetzt auf 180 und dann mache ich Pause. Nee, nee. Solche Dimensionen. Ja, ich sehe es halt gar nicht mehr so, ne? Ja, mich langweilt es eigentlich auch schon. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Die 9. war echt gefährlich gerade. Nächste Übung. 150. Brauche ich noch nicht filmen. Ja, doch. 170. 170. Du weißt, deine Cardio-Leistung ist nicht die beste. Ja, das stimmt, aber tatsächlich. Und deswegen nehmen wir jetzt 170. Oh, 40, jetzt als letzten Satz 8 pausiert. Man merkt, ich habe ein gutes Trainingssystem, oder? Deine Cardio-Leistung lässt echt zu wünschen übrig. Ja. Also wenn Larry 20 mal 200 drückt, dann schäme ich mich schon fast, dass wir 9 mal 200 gefilmt haben. Ist ja auch egal. Ich werde dafür in anderen Sachen glänzen, wenn ich mit Larry Kraft-Competitions mache. So ein kleiner Spoiler, wa? Red hier ein Porno? Soll das denn ein Porno sein, wenn ich sage Kraft-Competitions? Wer das meiste Gewicht heben kann mit seinem Dödel oder Cocklifting? Der Traum eines jeden Mannes. Digga, ganz kurz, ne? Weil du das jetzt so ansprichst. Gestern haben wir so in der Gruppe mit Adam, das ist ja der Manager von Larry und auch der Kameramann, habe ich geschrieben so, wenn wir Armwrestling machen, wird das hot. Und die haben das völlig falsch verstanden, die beiden. Das ist aber ganz anders gemeint, das ist einfach cool so. Zeig erstmal die Apps. Ja, ganz ehrlich, ey, also ich sehe da keinen Unterschied, ob 123, 127. Findet ihr die Form aktuell? Kann ich mich so nach Dubai trauen? Was machst du denn in Dubai? Ja, das sage ich noch nicht. Rock solid. Baby. Come on, Larry. Come on. I like it. I like it. Das wird richtig geil, das wird richtig hot. Also es wird mehr als hot. Ja, du rufst halt leider immer ein bisschen zu den falschen Zeiten an. Ich bin gerade im Dreh noch abends halt gar nicht, ne, weil da gucke ich dann halt mit meiner Freundin noch Fernsehen und mittags bin ich natürlich im Training. So ab 17 Uhr bin ich dann auch wieder zu erreichen. Gut, Digga. Okay, dann bis morgen. Ja. Wer war das? Johannes.